Pokalfinale mal in der Schweiz. Das war so mit 17, da war ich echt nervös. Aber zugleich auch das damals, ja, schönste Spiel bis heute. Vielleicht auch, weil ich da einfach noch echt so jungfräulich dabei war und das richtig aufgesaugt habe. Das war schon mein Bruder. Das war immer der, ja, zu ihm hoch habe ich immer geschaut, 3 Jahre älter wie ich, und habe immer so den nächsten Step bei ihm gesehen, da wollte ich hin. Und ja, nebenbei so beim Fußball war es dann Zinedine Zidane, aber so für mich war es wirklich mein Bruder in meinem Leben und auch so, ja, für meine Zukunft. Ja, Glück ist Momente mit meinen Liebsten, das kommt leider selten vor, also meine Frau ist da, das ist schon mal schön. Da habe ich viele Glücksmomente und oft dann natürlich, wenn ich mal meine Familie sehe, das ist jetzt schon echt lange her, dass ich weg bin von zu Hause, und das sind dann für mich Glücksmomente und dementsprechend auch Glück. Lieblingsfilm würde ich sagen, ziemlich beste Freunde. Das gibt einem echt viel auf dem Weg mit und hat mich echt berührt. Lieblingslied, es gibt in der Schweiz ein schönes Lied, das heißt Ewige Liebe. Das hat dann meine Schwester mit den Kids auf der Hochzeit von uns auch gesungen. Und irgendwie, ja, hat es echt gut gepasst und begleitet mich auch. Ich würde sagen, die Lasagne von meiner Mama, weil es irgendwie so immer wieder schöne Momente auch von ganz weit hinten wieder vorkramt und ja, immer wieder vieles hochkommt. Es gab dann immer mal wieder Lasagne, wenn ich zu Hause war. Aber allgemein so das Essen von meiner Mama, weil es eben selten vorkommt jetzt zuletzt. Und das genieße ich dann immer, wenn ich mal zu Hause bin. Ja, ich habe schon die Bürokaufmann gemacht. Ich weiß nicht, ob es mich da gehalten hat. Ich bin auf jeden Fall froh, es ist so gekommen. Ich lieb diese Arbeit, es ist wirklich meine Leidenschaft und dementsprechend genieße ich das auch.